Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Mutu Fuzzi. Heute sind wir wieder mal bei Kawasaki. Heute testen wir die Ninja 125. Also 11 kW, 15 PS. Ich glaube so, das ist das Maximum, was man bei 125er bekommen kann, oder? Und dann schauen wir mal, wie sich die anfühlt und wie sich die dreht. Sitzhöhe ist, glaube ich, 785 oder 795, eins von beiden. Sehr enge Lenker. Enden. Fühlt sich jedenfalls so an. Sehr sportlich irgendwie. Wir haben keine Ganganzeige, wie ich sehe. Die zieht ja schon im ersten Gang hier bis 8000. Da müssen wir uns mal jetzt erstmal dran gewöhnen. Ja, die Spiegel sind immer noch nicht richtig eingestellt, aber ich hoffe, dass ich irgendwie hinkomme. Ja, das ist ja schade. Das ist ja wirklich sehr, sehr schade. Also bei dem Preis und Einsteigerpreis von um die 4.000, 4.100, 4.200 Euro, dass wir da keine Ganganzeige haben. Da bin ich ja irgendwie ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Okay, jetzt werden wieder alle sich beschweren, ja, wenn man fahren kann. Ja, aber die ist ja wahrscheinlich eher für Einsteiger, denke ich mal, am Anfang. Und da bin ich jetzt doch ein bisschen entsetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hätte ich definitiv erwartet von der 125er. Dass die eine Ganganzeige hat. Also, okay. Für mich ist das, ich bin ja auch immer noch Anfänger. Für mich ist das immer schon ganz schön, wenn man weiß, ja, welcher Gang ist denn drin, wenn man irgendwie an die Ampel fährt oder so. Muss man ein bisschen höher im ersten Gang drehen, sonst kommt man gar nicht an der Stelle hier. Ja, ist ein bisschen ungewohnt jetzt. Ein bisschen ungewohnt. Aber wir wollen mal versuchen, die neutral zu bewerten. Am besten kann ich die natürlich jetzt mit meinem Roller vergleichen. Obwohl das ja nun kein Schaltwagen ist. Aber so, ja, macht es auf jeden Fall Spaß zu schalten. Denn bei 125er kann ich ja nur nicht schalten mit meinem Roller. Aber mit der hier kann man schalten, das ist schön.
Dann wollen wir mal auf die Autobahn fahren, mal sehen, ob wir die maximale Geschwindigkeit erreichen hier. Ja, die Schalter und so weiter fühlen sich eigentlich, oh, das scheint wohl schon der erste Gang zu sein, fühlen sich eigentlich ganz gut an, gute Qualität, alles sehr robust. Das Display, die anderen Anzeigen vom Display sind relativ klein, die Geschwindigkeitsanzeige ist groß genug für mich. So. Keine Ahnung, ob wir jetzt im zweiten sind oder nicht, aber okay, das zeichnet einen echten Motorfahrer aus. Und ich will mich da nicht einnehmen, ob man jetzt weiß, in welchem Gang man ist. Das weiß ich sicherlich jetzt nicht ohne Ganganzeige. Mal schauen hier. Sind jetzt, glaube ich, im sechsten Gang, also höher schalten wir nicht mehr. Da muss man mein Visier zumachen, damit das nicht so rauscht für euch. Wir sind jetzt bei Maximum Power. Und warum fährt der Hörni in der Mitte jetzt? Idiot. Na egal. So, ja, doch ganz ziemlich starke Mikrovibrationen bei 110. Ja, ziemlich starke Vibrationen unterm Arsch. Angeblich hat sie eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 116, habe ich bei Tom Tour gehört. Dann geht es in den Begrenzer schon rein, aber auch in den Geschwindigkeitsbegrenzer, nicht nur den Drehzahlbegrenzer. Aber hier, da es leicht nach oben geht, haben wir das bisher noch nicht erreicht. Durch den Wind kann ich jetzt nicht allzu viel hören. Also ist ja wohl etwas lauter, aber ich kann nicht hören. Oh, das ist Polizei. Okay, ich dachte, das ist irgendeine Motorradtruppe. Okay, das ist ja Käse. Kann man ja gar nicht hier ein bisschen schneller fahren. Denn ich glaube, auf der Strecke ist nur 100, also dann können wir ja nicht so richtig die 116 versuchen auszureizen. Okay, die Blinkeranzeige im Cockpit zeigt immer nur eine Richtung an, also links oder rechts. Finde ich leider auch ein bisschen schade. Oh, die fahren rechts raus, das ist ja schön. Da haben sie auch gespart an dem Blinker. Okay, hier geht es jetzt doch ziemlich den Berg hoch und da kommt jetzt nichts mehr. Fühlt sich schon fast an wie so ein Elektromotorrad. Da hatte ich ja auch mal so meine Probleme, wenn es den Berg hochgeht. Ja, also, wie fühlt sich das Windschild an? Was sagen wir dazu? Fühlt sich eigentlich mehr an wie eine Naked.
Obwohl, also das Windschild soll eigentlich laut meiner Hand, bringt das alles über meinen Helm rüber. Das scheint ganz gut, guter Winkel zu sein. Das ist ganz gut, aber wie gesagt, so 100, 110, sehr starke Vibration unterm Sitz. Aber wahrscheinlich ist das normal bei einem Einzylinder mit 125 Kubik. Die Spiegel sind für mich irgendwie ein bisschen immer bei diesen, wie heißen sie, bei diesen Supersports, da sind die Spiegel irgendwie immer ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also da kann man nicht sehr viel sehen, besonders so in Richtung toter Winkel. Da müssten sie vielleicht den noch ein bisschen, wie sagt man, konkaver oder wie heißt die andere Richtung machen, damit man alles sehen kann. Bei meiner Z900, wahrscheinlich sind das die gleichen Spiegel, ist es auch ein bisschen problematisch. Ja, also wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit etwa 116, abgeregelt, elektronisch abgeregelt. Aber sonst hier bei dieser Geschwindigkeit eigentlich, also vom, wie gesagt, vom Windschutz her, entweder gar keiner vorhanden oder wie gesagt, ich weiß nicht, ob es über mich rüber geht, kann ich jetzt irgendwie nicht. Ach, hier ist die Grenze. Nee, also es kommt genau an mich ran. Hier ist die Grenze. Guck mal, das ist ziemlich weit unten. Das müsst ihr auch dann auf der Kamera wahrscheinlich hören, aber auf dem im Mikrofon. Ja, also Windschutz mehr oder weniger nicht vorhanden, aber da habe ich ja schon so oft erzählt, das ist mir auch schon so Schnuppe, weil das meistens sowieso nicht klappt. Vielleicht, wenn man sich da ganz tief rein kniet hier in das Cockpit, dann hat man vielleicht noch eine Chance irgendwie, dass man da ein bisschen verschont bleibt vom Wind, aber ja, okay. Naja, aber bei bis 110 ist das ja auch alles nicht so der Hammer oder das Problem, ne? Wollen wir mal sehen, ob wir im fünften hier den Berg hochkommen. Wir sind jetzt bei 9000 Umdrehung. Wie gesagt, 11 kW, 15 PS und oh, eigentlich müssten wir die mal überholen hier. 11,7 Newtonmeter, glaube ich. Und das alles bei 10.000 Umdrehungen, also da muss man schon ganz schön hochdrehen. Da muss man schon ganz schön hochdrehen, das Teil. Ja, schöner gerade Auslauf, aber das ist ja wohl von jedem zu erwarten. Aber es fällt mir nur gerade irgendwie ein, weil die ziemlich stabil fährt. Jetzt wollen wir mal sehen, wie die in den Kurven so fährt. Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber irgendwie kann ich mir ja doch ein kleines Urteil erlauben. Oh, ein bisschen müssen wir aufmachen. Vierter, jetzt müssen wir mitzählen. Ach, hat die überhaupt 6 Gänge? Das weiß ich ja gar nicht. Müssen wir echt mal zählen, ob die jetzt ein 6-Gang-Getriebe hat. Dritter, könnte schon der zweite sein. Könnte schon der zweite sein. Oh ja, das ist bestimmt jetzt der zweite, weil der haut ja schon ziemlich die Motorbremse rein hier.
So, ja, wie fühlt es sich in den Kurven an? Naja, also nichts Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie ist relativ sicher. Aber ist jetzt auch nicht irgendwie auf Schienen oder sonst was. Auch nicht wie auf Schienen. Ich hatte so ganz am Anfang, ich habe die allererste Maschine, also bis auf meine Fahrschuhmaschine, die ich getestet habe, das war die Ninja 400. Und die hat sich irgendwie so im Kreisverkehr richtig toll angefühlt, so dass man die so richtig reinlegen konnte. Obwohl man das ja auch ein bisschen vorsichtig sein muss im Kreisverkehr, weil das ja da so rutschig ist. So. Noch mal kurz Kurven fahren hier. Heute noch mal sehen, wie sich das anfühlt. Macht sehr viel her, aber kommt natürlich nicht sehr viel Geschwindigkeit raus, aber es klingt schon mal ganz gut, wenn es der Motor sehr laut ist oder der Auspuff. Ja, der Gasweg ist eigentlich sehr relativ groß. Also da muss man dann aufpassen, wenn man den loslässt, ob man ihn wirklich richtig losgelassen hat. Das ist mir vorhin auch passiert. Und ja, dann kommt man natürlich zu schnell in die Kurve oder so. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt sind wir wieder auf der anderen Kamera. Ja, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz einen Rundgang mit euch machen. Und zwar euch die Ninja 125 noch mal zeigen. Ja, also ich bin sie gefahren und fährt sich eigentlich sehr gut. Auch mit diesen Hochdrehen in höhere Drehzahlen. Das macht eigentlich wirklich Spaß bei den kleineren Dingern. Und man staunt also, wenn man jetzt im Gegensatz zu den größeren Maschinen, dass man sehr schnell, was ich mit dem zweiten oder dritten Gang da irgendwie in 8000 ist und das man gar nicht so merkt. Also bei den größeren merkt man das ja, dass die sind ja dann noch ein bisschen lauter. Aber das habe ich jetzt hier gar nicht so gemerkt und man staunt dann, dass man eben auf dem Drehzahlmesser schon so weit oben ist. Da bin ich erstaunt, aber jetzt nicht negativ erstaunt, sondern ja, das ist eben auch ein Drehzahlwunder anscheinend, dass man das auch alles ein bisschen höher drehen muss. Man sieht es ja auch daran, diese satten 11,7 Newtonmeter, die stehen ja auch erst bei 10.000 Umdrehungen an. Und schauen wir doch mal, wie viel die maximal verträgt. So, mit der Sonne weiß ich immer nicht, ob ihr jetzt das Display sehen könnt. Ich kann es auch schlecht sehen. Anscheinend geht es bei 11.000 wohl los, ja, der rote Bereich, 11.000 Umdrehungen, ja,
Naja, also bei 10.000 die maximale Leistung steht da an. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier in dem Display irgendwas noch rumspielen können. Da sind zwei Knöpfe, wie bei mir. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas verstellen können. Das müsste ja der Select-Knopf hier sein. Ach so, okay, da oben tut sich was. Mal sehen, ob ich da näher rankomme hier. So, also wir haben einmal den Kilometerstand, Gesamtkilometerstand, 327 Kilometer. Die ist auch noch relativ neu hier. Dann haben wir Trip A. Dann haben wir Trip B. Und das war alles. Ja, drei Sachen zeigt er hier an. Und auf der rechten Seite können wir das dann zurückstellen, denke ich mal. Da haben wir Trip A. Und wenn wir den länger drücken, haben wir den auf 0 gesetzt. Also da können wir hier weiter nichts anzeigen. Also Verbrauch oder sowas, das geht leider nicht. Und wie gesagt, sehr, sehr schade, finde ich, bis da jetzt schon was kommt. Ach so, die Uhrzeit können wir noch anzeigen. Was sehr, sehr schade ist, ist, dass sie keine Anzeige des Ganges hat. Keine Ganganzeige. Das finde ich für so ein, kann man doch jetzt eigentlich mal bezeichnen als Anfängerbike, oder? Finde ich doch sehr schade, dass sie das nicht hat. Aber vielleicht ist das Display auch schon wieder aus einer älteren Generation. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt bei den kleineren Maschinen. Vielleicht wird das ja auch demnächst dann abgegradet, aktualisiert und dann haben wir auch eine Ganganzeige. So, ja, also was haben wir hier? Wir haben vorne eine Scheibenbremse, wir haben hinten eine Scheibenbremse, wir haben ABS. Das ist diese bestimmte KRT-Lackierung, glaube ich. Die kostet wieder irgendwie 100, 200 Euro mehr. Wie gesagt, in Spanien kostet die Maschine so um die 4.100, 4.200 nach diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir noch einen Soundcheck. Und dann war es das für heute schon mit der Ninja 125. Mein Fazit, eigentlich sehr positiv. Also für Einsteiger, die entweder A1 haben, A1 machen oder dann auch höher gehen wollen, wie auch immer. Das Lustige in Spanien ist ja, dieses Teil könnte ich auch sogar mit einem Autoführerschein fahren, also ohne irgendwelche Prüfungen machen zu müssen. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft. Das wäre sehr vorteilhaft. Mir fällt gerade dazu noch ein Vergleich ein, aber auch vielleicht ist es nur, vielleicht kommt es nur daher, weil die andere Maschine schon ein bisschen älter und abgeranzter war. Ich bin mal eine 125er, YBR oder sowas von Yamaha gefahren. Die habe ich mir mal gemietet, ganz am Anfang meiner Karriere. Und also damit bin ich ja auch mit dem Schalten überhaupt nicht zurechtgekommen, obwohl ich das in der Fahrschule schon gelernt hatte. Das war eine richtige Grotte. Aber vielleicht lag das daran, dass die schon so alt war oder so. Aber hier schalten geht eigentlich, ja, wie bei den Großen, nur das alles ein bisschen eben höhere Drehzahl und weniger Power. So, Display habe ich euch gezeigt. Dann zeige ich euch, machen wir nochmal den Soundcheck und das war's dann. So, ich habe ganz vergessen, euch die Bedienelemente noch zu erklären. Ist ja nun auch nicht so viel, aber machen wir es trotzdem mal. Hier an der linken Seite, auf der linken Seite haben wir den Schalter für, ja sagt schon, für Fernlicht, Abblendlicht, Blinker drücken. Also das ist genau das alles, richtig schöne Kawasaki-Qualität. Das finde ich toll, dass da nicht gespart wurde. Hupe auf der rechten Seite. Haben wir den Kill Switch, den Notausschalter und den Starter und natürlich den Gasgriff. Und dann wollen wir jetzt mal anschmeißen und wollen mal schauen, ob wir da einen Soundcheck machen können.